Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte entscheidet sich eigentlich immer an der Wall Street. Und die Wall Street hat möglicherweise indirekt ein kleines Problem, denn wir sehen einen Aufschwung der US-Konjunktur, aber ohne dass die Jobs jetzt wirklich nachziehen. Das heißt, viele Arbeitgeber stellen einfach die Leute nicht mehr ein. Und das ist indirekt für die Aktienmärkte ein Problem, weil dann Donald Trump ein Problem hat, wenn die Arbeitslosigkeit hoch bleibt. Und das haben heute die ADP-Arbeitsmarktdaten, die doch sehr enttäuschend waren, gezeigt, dann dürfte Donald Trump Schwierigkeiten kriegen. Und wenn Donald Trump Schwierigkeiten kriegt, dann zumindest zeigt das die Historie, dann bekommen auch die Aktienmärkte Schwierigkeiten, denn die fallen normalerweise, wenn der Amtsinhaber und seine Partei die Wahlen verlieren, und sie steigen, wenn der Amtsinhaber und seine Partei die Wahl gewinnt. Dementsprechend dürfte sich jetzt in nächster Zeit entscheiden, was eigentlich die Aktienmärkte jetzt einzupreisen haben. Derzeit geht man scheinbar davon aus, dass Trump die Wahl gewinnen wird, dass man sich also keine Sorgen machen muss, dass Joe Biden möglicherweise die Unternehmenssteuern anhebt, dass Aktienrückkäufe schwieriger werden etc. Und ich versuche in diesem Video mal zu zeigen, was ich damit meine. Schauen wir uns zunächst mal an, was eigentlich mit dem US-Konsum passiert ist. Der ist total eingebrochen, klar, in der Corona-Krise. Man sieht aber, dass dann die Geringverdiener, das sind diejenigen, die meistens dann auch die Jobs verloren haben. Es gibt Statistiken, die klar zeigen, dass die Geringverdiener eben sofort dann den Job verloren haben, während die High Potentials, die Gutverdiener, eben das nicht erleiden mussten. Und wir sehen, die haben ihre Ausgaben seit diesem Tief deutlich stärker gesteigert als die Großverdiener oder die Gutverdiener. Es sind also diejenigen, die von staatlicher Unterstützung leben, die dann sich gesagt haben, naja, ist ja gar nicht so schlecht, ich bekomme teilweise mehr Geld als zuvor mit meinen Jobs, die ich hatte, also drücke ich doch ein bisschen auf die Tube, das wird ewig so weitergehen. Derzeit ja die Verhandlungen zwischen den US-Demokraten und den Republikanern. Die Demokraten sagen, wir wollen aber ein Paket von 3,5 Billionen Dollar. Die Republikaner, die teilweise so ein bisschen noch auf Haushaltsdisziplin achten oder Teile davon, wenn sie nicht Donald Trump heißen, die sagen, nee, das ist zu viel, das geht nicht, wir haben sowieso schon wahnsinnig viel Geld ausgegeben, machen wir nicht. Das ist die große Geschichte, um die es jetzt geht, denn diese Konsumausgaben, die sind natürlich für die Wirtschaft wichtig. Wenn die Amerikaner nicht mehr konsumieren, dann säuft die Wirtschaft ab. Wenn die Wirtschaft absäuft, dann kann der Amtsinhaber die Wahl nicht gewinnen. Und wir sehen, wie zentral das ist, denn die Hälfte der, sogar mehr als die Hälfte der Amerikaner sagen, wenn jetzt nicht irgendwie diese staatlichen Unterstützungen weiterlaufen, dann haben wir Probleme, unsere Kreditkartenschulden zu bedienen. Dann können wir das nicht mehr. Also ist die Laune der Konsumenten extrem abhängig von diesem nächsten Stimuluspaket, das da geschnürt werden soll. Jetzt sagen sich die Demokraten, warum sollen wir Trump den Gefallen tun, ihn hier in eine gute Position vor der Wahl zu bringen. Da sehe ich das Hauptrisiko, dass die Aktienmärkte möglicherweise noch nicht eingepreist haben, dass man eben seitens der Demokraten sagt, naja, wir haben kein Interesse, hier eine Steilvorlage an Donald Trump zu geben. Wir sehen, dass diese Trends im Arbeitsmarkt schon einige Zeit rückläufig sind. Wir haben heute ja bei den ADP-Arbeitsmarktdaten gesehen, die weniger als 200.000 neue Stellen bereithielten, anders als die 1,5 Millionen erwartet, dass das Ganze schwieriger wird. Viele Unternehmen sagen sich, naja, ich muss mich verschlanken, die Zeiten werden härter, also stelle ich die Leute nicht wieder ein, die ich vorher hatte. Und das sehen wir zum Beispiel auch beim ISM-Dienstleistungsindex, der heute überragend war, wirklich ein guter Wert. Aber die einzige Komponente, die negativ war, war Employment, also Beschäftigung. Und das ist für Donald Trump eine gefährliche Geschichte, denn Arbeitslose, die sind tendenziell unzufriedener und sagen sich dann, warum soll ich den Donald eigentlich wieder wählen? Wir sehen diese Unzufriedenheit, die ist durchaus gegeben, selbst innerhalb der Republikaner inzwischen, die ja lange Zeit ganz großartige Fans von Donald Trump waren mit einer Zustimmung von 80%. Jetzt ist das deutlich nach unten gegangen, also da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Die Bewältigung der Corona-Krise ist und bleibt das große Thema in den USA und da ist der Track Record von Donald Trump offenkundig nicht so berauschend aus Sicht der Amerikaner. Und jetzt hat ein Historiker, der seit 1984 immer richtig lag mit seinen Prognosen, wer die US-Wahl gewinnt, der hat da 13 Kennziffern, die er entwickelt hat, mit denen er abgleicht, ja, wie ist die eigentliche Stimmung jenseits der Umfragen, die wir sehen. Und da sagt er, es wird der Joe Biden werden, der die Wahl gewinnt. Mal sehen, ob der Mann recht hat. Die Trump-Fans werden sagen, ja, 2016 hat auch keiner damit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnt. Da haben sie natürlich recht, aber ist das die Regel? Wird das immer so passieren? Das hängt eben auch vom Jobmarkt und das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und damit hängt natürlich auch der DAX indirekt an dieser Geschichte, denn die Wall Street ist der Takt- und Leitgeber.
Hier sehen wir nochmal abschließend, dass die Aktienmärkte nur dreimal falsch lagen mit ihrer Prognose, dass der Amtsinhaber die Wahl gewinnt oder verliert. Normalerweise, wie gesagt, ist das Schema, verliert der Amtsinhaber und seine Partei die Wahl, dann geht es vor der Wahl nach unten, gewinnt er die Wahl, geht es vor der Wahl nach oben, weil eben dann klar ist, wie der Regierungskurs ist. Das weiß man eben bei einem Herausforderer nie so genau, was wird er genau machen, was wird da passieren. Joe Biden wird ein paar linke Vertreter der US-Demokraten einbinden müssen in sein Kabinett, um sozusagen hier eine breite Zustimmung zu bekommen, auch innerhalb der Demokraten. Und das ist sozusagen das, was für die Aktienmärkte dann unschön ist. Mit Joe Biden kann die Wall Street wahrscheinlich sehr gut leben, aber nicht mit irgendwelchen tendenziell eher radikaleren Linken, die Trump, die Biden dann wohl mit einbinden muss. In Europa übrigens, und das ist interessant, gibt es wirklich diese V-Erholung, diese mythische V-Erholung im Konsum. Wir sehen nämlich heute, dass der Einzelhandelsumsatz in Europa sogar höher war jetzt, oder in der Eurozone genauer gesagt, als im Februar, also vor der Corona-Krise. Na klar, die Leute kaufen jetzt eben auch wieder Autos und nicht nur Klopapier. Da bringt man dann ein bisschen mehr auf die Waage. Und kommen wir zu den Aktienmärkten. Hier nochmal natürlich Big Tech, das große Thema. Der Nasdaq heute so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Heute im Handel wieder mal das übliche Schema. Man geht nach oben vor Eröffnung der USA, meistens dann jetzt im europäischen Handel. Die Asienrampe hat sich so ein bisschen verschoben in den europäischen Handel. Der DAX hat gleichwohl nicht so wahnsinnig davon profitiert. Das sind die US-Futures, die nach oben gehen. Vorwiegend und es sind eben die Aktien von Facebook, Apple, Amazon und Google, die dann nach oben gehen. Aber heute, oh Wunder, Bank of America hat die Aktie von Apple abgestuft. Gleichzeitig aber, und das zeigt so ein bisschen die Absurdität, das Kursziel von 420 auf 470 Dollar angehoben. Wir sind ja über 420 Dollar bei der Apple-Aktie, die ja das schwerste Gewicht hat, seit der S&P hier geschaffen wurde. 6,5% macht Apple allein im S&P 500 aus, also das absolute Schwergewicht. Bank of America sagt, ja, die Aktie ist schlichtweg zu teuer, aber wen interessiert das schon, ob eine Aktie zu teuer ist, wenn die Notenbanken alles finanzieren, so wie zum Beispiel der gute Jerome Powell, der interessanterweise über BlackRock vor allem sehr, sehr viele ETFs hat, nämlich im Volumen von 11,6 Millionen Dollar. Bei Goldman Sachs hat er noch ein bisschen mehr. Das heißt, BlackRock ist ja auch beauftragt von der Fed als Abwickler der Staatsanleihenkäufe. Und Jerome Powell hat also aufgrund seines eigenen Interesses durchaus Lust auf steigende Aktienmärkte, kann man hier vermuten, weil er sein eigenes Geld eben zum Beispiel im SPY hat, im Russell ETF, also er ist da massiv investiert. Insgesamt wird sein Vermögen auf 54 Millionen Dollar geschätzt, alleine 11 Millionen, wie gesagt, bei BlackRock. Bei Goldman Sachs sind es so 16 bis 18 Millionen, die er da verwalten lässt. Also der Mann, der wird die Aktienmärkte wohl nicht kaputt reden und er ist der Retter der Aktienmärkte mit seiner Wir-gehen-all-in-Politik. Und wir sehen, dass diese All-in-Politik heute dazu geführt hat, dass der S&P 500, der Leitindex, das Februar-Gap geschlossen hat. Bei 3.320 Punkten, wir waren sogar einen Schnaps schon drüber, also Gap Closing. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Werden diese Risiken, die durchaus ja mit der US-Wahl und der Möglichkeit, zumindest der Möglichkeit, dass Trump die Wahl verliert, werden die irgendwann eingepreist? Gold preist schon alles Mögliche ein, wie wir hier sehen. Gold ist seit oder in den letzten 14 Handelstagen 13 Mal gestiegen. Es wird jedes Argument gebracht, was irgendwie Gold positiv sein könnte. Die widersprechen sich manchmal, aber es ist eben so ein Hype derzeit. Gold auch deutlich besser als Bitcoin, by the way, seit einem Jahr. Da gibt es doch eine deutliche Outperformance. Silber werden wir im Chart gleich sehen, den ich jetzt einblende, beziehungsweise erstmal hier den Nasdaq. Wir sehen, es tut sich nicht so wahnsinnig viel im regulären Handel. 11.114 in der Nasdaq, 100, alle Charts hier im 15-Minuten-Chart und alle Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, der DAX tut sich ein bisschen schwer. 12.625, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Aber schauen wir uns mal Gold an, das jetzt ein bisschen unter Druck kommt. Nur noch 2030, wir waren heute schon in der Spitze hier gewesen bei über 2.055 Dollares. Und wenn wir uns Silber anschauen, dann sehen wir, dass wir aktuell bei 26,52 sind. Wir waren schon über der 27er Marke. Krasse Anstiege, die wir hier sehen. Aber jetzt ist so ein bisschen Dollarstärke reingekommen in den letzten
Minuten in der letzten Stunde hier der Euro-Dollar aktuell jetzt nur noch bei 1,1869. Da waren wir heute schon über der 1,19er-Marke. Also die Aktienmärkte, die verdrängen derzeit alle Risiken, weil man sich sagt, naja, die FED, die wird uns immer stützen. Selbst Mohamed El-Erian, der ehemalige PIMCO-Chef, hat gesagt, ja, also ich erwarte nicht, dass wir die März-Tiefse noch jemals wiedersehen. Da gibt es derzeit einen Konsens, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Wir sind jetzt in Widerstandszonen. Es kann noch weitergehen, gar keine Frage. Aber die Luft wird auch, und das ist auch keine Frage, wohl etwas dünner. Die Märkte sind stark überkauft. Und jetzt wäre langsam mal die Zeit, und es wäre auch sogar gesund für den Markt, ein bisschen durchzuschnaufen. Mal sehen, ob das passiert. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.